Ja, herzlich willkommen zu noch einer Folge Fischkopf TV. Hier ist euer Fischkopf und wir spielen weiter Blood Bowl 2 in der FGL-Liga im Turnier des Todes, um genauer zu sein. Ich habe die letzten Spiele hart verkackt. Ich habe zwar einmal gewonnen und zwar, ich glaube, das war das erste Spiel. Das war ein cooler Sieg. Der Zug ist, glaube ich, in einem anderen Land losgefahren und auch schon wieder abgefahren. Wir werden sehen, vielleicht kann ich was reißen, aber dazu müsst ihr wissen, ich spiele jetzt gegen Kanalkohorte. Ja, einmal ganz kurz, das ist übrigens hier meine Mannschaft, wir haben 60.000 Mark noch. Ich habe mich dafür entschieden, diese 60.000 Mark zu sparen, um eventuell einen weiteren Reroll zu kaufen. Oder vielleicht sogar, weiß ich nicht, noch einen Spieler, ja, vielleicht später noch einen Sturm bei mir dazu zu holen. Schauen wir mal bitte ganz kurz Turnier des Todes auf die Bestenliste. Ganz oben jetzt neuerdings, oh, das habe ich selber noch gar nicht gesehen, die Bretonen von Fincredible, also von Finn's Finest. 4 Siege, 1 Niederlage. Es ist im Moment die allerbeste Mannschaft. Ich meine, die Crazy Noobs von Anuna haben halt ein Unentschieden noch geholt. Hat aber nur 3... Achso, warte mal, jetzt sehe ich gerade, das heißt ja, dass die Crazy Noobs noch ein Spiel offen haben, beziehungsweise Finn's Finest schon ein Spiel weiter ist. Okay. Forget what I said. Es kann sein, dass Crazy Noobs da noch aufholt, aber aktuell sind Finn's Finest Breton halt einfach ganz oben an der Spitze. Ganz kurz, ja, am Rande erwähnt, die Skaven von, also die Kanalkohorte-Skaven, gegen die ich jetzt spielen werde, von Ruzor, sind auf Platz 3. 3 Siege, 1 Niederlage und 1400er Teamwertung. Das wird zum einen dazu führen, dass ich ziemlich viel Kohle kriege, also ziemlich viel Portokasse, um so ein bisschen Sachen auszugleichen. Ich glaube aber im Endeffekt wird das nicht unbedingt dann zu einem Sieg führen. Nur weil ich ein bisschen mehr Kleinkram mir gekauft habe. Wir werden sehen. Es ist möglich. Es ist möglich. Das Ding ist halt, ich muss jetzt relativ... Ich sollte jetzt mal gewinnen. Sonst bin ich sowieso raus. Ich weiß nicht, ich kann ja nicht rechnen, ne? Aber vielleicht bin ich sowieso schon raus. Also... Die letzten, so was weiß ich, die letzten sonst wie viele Mannschaften kriegen dann ja Tickets für die Playoffs. Und die Playoffs gibt es ja nochmal extra. Und es kann gut sein, dass ihr diese Playoffs nicht mehr sehen werdet. Jedenfalls nicht mehr bei mir, weil ich da nicht mehr drin bin. Aber ihr habt ja weiter unten noch Links zu anderen YouTubern hier in der Beschreibung, die auch noch Sachen hochladen hier von den Spielen. Vielleicht machen die das dann ja noch. Ja? Omega leider auf dem letzten Platz. Es tut mir leid. Es tut mir so leid. Ich meine... 2 Unentschieden, 2 Niederlagen. Ich bin auf dem vorvorletzten Platz mit einem Sieg und 3 Niederlagen. Wer weiß, vielleicht werde ich jetzt schlechter. Obwohl ein Sieg ist egal. So viel dazu. Jetzt lass uns mal ganz kurz. Sind wir jetzt hier? Ja. Kanalkohorte. Ich würde sagen. Habe ich irgendwas vergessen? Wollte ich noch irgendwas zeigen? Nee. Wir fangen an. Oh mein Gott, ich bin ein bisschen aufgeregt. Es tut mir leid, ich war in den letzten Tagen so ein bisschen kränkelig. Ich werde jetzt hier diesen Gesundheitskaffee trinken. Zwischendurch. Es tut mir leid. Ja. Ratetui. Ah ja, Portokasse 190.000. Das ist jetzt nicht nichts. Und wir könnten... Einer von unseren Spielern ist kaputt. Einer von unseren Spielern ist kaputt. Weil sie haben sich für die gerade angeschlossen. Was dem Teamwert auf 1210 bringt. Okay, also wir könnten hier einen Rattenoger wollen wir nicht. Einen Sturmermin können wir zuholen. Der hat aber allerdings Einzelgänger. Das möchten wir auch nicht. Die haben alle Einzelgänger. Das finde ich nicht cool. Die Leute, die wir jetzt hier holen könnten, Starspieler. Was kostet der? 200, das haben wir eh nicht. Doch, das hätten wir. Wird ein Gegner von diesem Spieler bei einem Block zu Boden geworfen. Aber das ist ja nur für ein Spiel, ne? Ich kenne mich da halt nicht so aus. Wir könnten einen zweiten Apotheker kaufen. Der kostet 100.000. Und was kostet Bestechung? Wollen wir nicht. Zauberer. Einmal pro Partie kann ein Zauberer entweder einen Feuerball oder einen Blitzzauber wirken. Zauberer können ihren Zauber nur zu Beginn ihrer eigenen Runde wirken. Und zwar bevor ein Spieler in Aktion tritt. Oder unmittelbar nach dem Ende des Zuges der eigenen Mannschaft. Falls dieser mit einem Ballverlust geendet hat. Das wäre vielleicht auch nicht schlecht. Dann könnte ich euch mal einen Zauber zeigen. Andererseits, ah, so ein Team-Dings da. Dann hätten wir noch 90.000 und der Arzt kostet... Shit. Okay, wir machen das. Pass mal auf, wir machen das so. Wir machen auf Safe. Wir holen uns das Ding hier und wir holen uns noch einen Arzt. Da gehen wir halt 10.000 aus von unserer richtigen Kasse, ist egal. Und dann haben wir den Shit. Und jetzt können wir auch unter Umständen mal jemanden
quasi heilen, der einfach nur raus wäre aus dem Spiel, aber jetzt nicht unbedingt tot oder so, damit wir nicht so viele Leute verlieren. Ich meine, ah, jetzt fällt mir gerade ein, wir spielen ja gegen Skaven, ne? Da wäre das vielleicht gar nicht so wichtig gewesen. Die Stats sind ziemlich gleich, außer dass seine Ratten wahrscheinlich noch hart aufgestiegen sind, also aufgelevelt sind. Das kann sehr gut sein. Ich gehe mal davon aus. Ach, du Scheiße. Okay, aber wir Heimspiel. Hell's Kitchen. Heimspiel. Wir spielen bei Ratatouille zu Hause. Und da ist das etwas gebeutelte Team. Das jetzt, ja, sie sind halt nicht mehr so gut drauf. Ja, good luck, good luck. Have fun. Nochmal auch. Yes. Rutzor, da hat er es geschrieben. Wir schreiben uns ja meistens in den Steam-Nachrichten schon mal good luck, have fun. Aber es ist ja, man macht das ja so, ne? Man muss ja auch quasi so tun, als wenn man okay damit wäre, wenn der Gegner gewinnt. Was natürlich Quatsch ist. Okay, die Ratten sind grün. Der hat Hörner. Wieso hat er Hörner? Ich will auch Hörner. Wieso darf ich nicht Hörner haben? Okay. So, ich würde jetzt gerne Angriff haben, aber ich meine, ich mache da ja draus meistens eh nichts. Okay, ich hab eh keinen Angriff. Stelle deine Spieler zur Verteidigung auf. Jetzt habe ich auch noch den Nachteil. Oh mein Gott. Er hat hier halt auch so einen Bram, ne? Ich würde so gerne das Bild rechts und links drehen können. Es geht aber nicht! Oh! Okay, wie stellen wir zur Verteidigung auf? Schützt die Grube. Guck mal, da ich ja eh reagieren muss, ne? Würde ich sagen, wir haben hier, warte mal, Sturmvermin. Nein, ihr braucht nicht tauschen. Das ist scheißegal. So, dann haben wir natürlich hier hinten. Warte. Ich kick doch. Ich kick ja, ne? Komm, du da hin, bitte. Das muss jetzt mal hier ein bisschen schneller gehen. Ratzi Fatzi. Warte mal, hat der... Ah, Stay, guck mal, Stay hat jetzt Block. Das ist der Neue. Den tauschen wir mal mit dem hier. Stay hat jetzt Block, das ist gut. Wir kicken, ne? Wir kicken. Ist das richtig? Ist das hier eine gute Aufstellung zum Kicken? Ich glaube, ja. Stay ist aufgestiegen. Stay hat Block. Danke, Stay, dass du Block hast jetzt. Ich nehme an... Oh mein Gott, der hat dieses Krebsding. Was ist das? Was macht das? Wird ein Gegner von diesem Spieler bei einem Block zu Boden geworfen, durchbricht jeder Rüstungswurf von 8 oder höher nach Modifikation die Rüstung. Oh, oh. Oh, guck mal, er stellt ihn gar nicht in die Mitte. Das ist ja interessant. Dichtung, Dia. Die Namen gucken. Wir haben Schlauch, Sascha, Abfluss, Albrecht, Dichtungsdieter, Filter, Finn. Wie heißt der hier? Rohr, Roland, Pumpel, Paul. Pumpen, Paul, Kanal, Karl. Wie geil ist das denn? Wie Beckenbert. Ich finde das geil, Dichtungsdieter hatten wir schon, ne? Gossen, Georg. Okay, ich muss ein bisschen lachen. Ich musste ein bisschen lachen. Es ist lustig. Nacke leidet eine Verletzung. What? Lilly! Okay, sie ist aber nur hingefallen. Alles klar, sie ist gelähmt. Das ist Kacke. Aber es gibt Schlimmeres. Warum läuft er jetzt dahin? Um den zu sichern, oder was? Und dann hauen wir... Oh, okay, das Spiel geht los, liebe Freunde. Das Spiel geht los. Und ich habe ein bisschen... Ah, shit. Ich krieg direkt auf die Schnauze. Können wir mal das Grid da wegnehmen? Danke. Rave Dave ist gelähmt. Super. Ich nehme an, der ist irgendwie besser geworden. Hier, der Block. Oh mein Gott. Ausweichen, ja. Scheiße, rasend. Ah, nein. Oh, jetzt schiebt er den direkt. Das ist nicht wahr. Was? Es ist nicht wahr.
Das ist eine ganz komische Taktik. Der Spieler steht bis zum Ende der Partie nicht mehr zur Verfügung. Bei jedem Anstoß hat er die Chance, sich wieder zu erholen. Jetzt wäre die Chance zum Beispiel, einen Gossenläufer noch drin zu behalten. Aber Spieler sind genehmigt auf dem Platz. Er muss sich nicht zu verbringen. Aber wo ist er denn genehmigt auf dem Platz? Wo entscheidet denn das Spiel, wo er ist, wenn er rausgeschoben wurde? Ich bin ein bisschen wütend. Wieso konnte er jetzt noch gehen? Wieso konnte er jetzt noch gehen? Okay. Das heißt, er hat den Ball. Auf Italienisch. Jetzt wird auch noch gepasst. Pass von Beck. Oh, das ist doch nicht wahr. Jetzt läuft er vorne. Okay, Kinder. So spielt man die Sklaven. So spielt man die Sklaven. Ich habe die Kommentare gelesen. Vielleicht war die Wahl der Sklaven nicht ganz so gut. Lieber Fischkopf, es ist richtig. Jetzt kann er den aber nicht mehr bewegen, ne? Jetzt kann er den aber nicht. Den kann ich doch jetzt blitzen. Wieso kann er denn den jetzt bewegen? Ach so, weil er hat den Pass nur ange. Ach Mann, ich bin doch nicht ganz wach, Leute. Er hat den Pass ja bloß angenommen. Er hat ja nichts mit ihm gemacht. Scheiße. Ja, also so spielt man die Sklaven, Leute. Habt ihr das gesehen? Wie soll ich denn da noch hinkommen, wenn er jetzt hier alle von meinen Leuten hier weg noch knallt? Ich komme da ja gar nicht mehr hin. Hier wird geschoben. Folgt er? Muss er ja. Tut er nicht? Jetzt kann ich ja mit den beiden laufen. Ich meine nicht, dass sie so weit kommen, aber vielleicht ja doch. Okay, wir müssen jetzt relativ schnell handeln. Wir gehen hier vorne blocken. Das ist mein Sturmbermin, der kann vielleicht Sachen machen. Du gehst mal bitte, weil ich nehme an, dass die anderen da nicht hinkommen, richtig? Dann holen wir erstmal die anderen. Mit dem blitzen wir. Den können wir ja eh nicht blitzen, ne? Nee, da müssen wir eh so viel ausweichen. Ich würde gerne... Können wir den hier blitzen? Oh ja, den können wir blitzen. Auch mit 3 Würfeln, was ich ziemlich krass finde. Dann würde ich sagen... Die kommen da nämlich alle nicht mehr hin. Die kommen da nämlich alle nicht mehr hin. Das ist ein Problem. Das, liebe Freunde, ist tatsächlich ein Problem. Zum Ball gehen, zum Schmal gehen. Dann läufst du wenigstens mal hier hin. Ich ziehe mich jetzt zurück. Ich muss jetzt gucken, dass ich hier was reiße. Oh, kein wildes Tier. Es ist unglaublich. Können wir den... Oh mein Gott. Ich hasse dich. Wieso denn nicht noch da? Jetzt hau den doch mal um. Das kann doch nicht sein. Okay, ist egal. Jetzt ist es halt so. Wir gehen dahin. Okay, und jetzt blitzen können wir eh nicht mehr. Könnte der hier rüberpassen? Es ist eine Möglichkeit, ne? Wir wollen jetzt mal nicht alle hier rüberziehen. Ich würde... Ah, was mache ich, wenn der hier durchkommt? Aber hier kann ich ja eh nicht mehr hin. Warte mal, der kann noch angreifen? Nee. Der kann sich nur noch bewegen. Ich verstehe. Gut, 20 Sekunden. Komm mal hier rüber. Geschafft. Und das mache ich jetzt alles am Stück. Oder? Nee, komm. Komm, die beiden machen wir jetzt hintereinander. Was soll der Geiz? Jetzt haben wir hier einigermaßen zu und dann stellen wir die hier nochmal zu. Wir machen das jetzt. Das ist zwar nicht so schlau, sehe ich gerade, weil das hier ein Sturmvermin ist. Und auch der krasse. Oh Gott! Okay, ich kann dieses Spiel halt noch nicht, Leute. Ich bin halt Anfänger. Wir sehen hier. Also, was wir jetzt brauchen, und das brauche ich jetzt echt seit 3 Spielen. Willst du hier? Yes! Yes! Zählt so ein bisschen. Was ich seit 3 Spielen brauche, ist Würfelglück. Und zwar, wenn ich sage Würfelglück, meine ich Würfelpech beim Gegner.
Hab ich hier eine Ratte? Die waren beide gelähmt, ne? Ja. Ich brauche Würfelpech beim Gegner. Ich brauche jetzt... Ich möchte jetzt, dass das Ruzor würfelt. Irgendein Angriff oder so ein Schissel. Und der nicht gelingt und die Runde beendet wird. Ja, ich sehe ja, der hat auch drei extra Würfe, ne? Drei Rerolls. Es ist jetzt auch nicht wenig. Das ist auch nicht wenig. Hier wird geblitzt. Und jetzt komm, verkackst. Oh Mann! Fleischhammer ist gelähmt. Der ist auch in jedem Spiel gelähmt, oder? In jedem Spiel legt sich Jack erstmal schlafen. Das ist unglaublich. Ich finde das nicht gut. Ja, Würfelpech hätte ich gerne beim Gegner. Hier wird ausgewichen. Oh, da könnte er zum Beispiel mal verkacken. Ja, könnte er sie mal hinlegen. Wir haben hier auch diesen komischen, was nichts bringt, bisher nichts gebracht hat, Klammerschwanz. Um nochmal genau zu sein, müssen gegnerische Spieler eins von ihrem Ausweichwürfen mit W6 abziehen. Das hat er trotzdem geschafft. Obwohl zwei Leute um ihn rumstanden und einer davon diesen komischen fucking Klammerschwanz hatte. Es ist nicht zu fassen. Jetzt rennt er hier oben hin. Nimmt Blocken. Aber Rüstung. Was war... What? Können wir hier... Es steht auch nicht mehr, was da passiert ist. Und immer haut er mir auf die Schnauze. So, was war hier? Rüstung. 8 plus. Geschafft. Was? Okay. Haha, Roland ist gelähmt. Alles klar. Ja, das war jetzt nicht so geil, wie ich mir das vorgestellt habe. Folgendes. Können wir mit Leuten hier rennen? Hier sind überall. Das ist natürlich kacke. Ich kann den nicht blitzen. Ich könnte ihn blitzen. Nee, könnte ich auch nicht. Dann, wenn ich das mache. Außer ich hau den und den um hier. Dann könnte ich den da blitzen. Na. Ne. Ja, sowas machen wir. Dann ein Würfel. Drei Würfel. Geil. Zack. Zack. Und mach den bitte kaputt. Wir bleiben. Wir bleiben. Er ist nicht kaputt gegangen, was mich tierisch nervt. So, jetzt möchte ich gerne den hier noch kaputt machen. Ich hoffe, da... Warte. Nein. Oh. Goffengeorg hat Block. Ich muss rerollen. Nein! Ich hätte vorher andere Sachen machen sollen. Es war nur ein Würfel. Das könnte jetzt zu dem gegnerischen Touchdown führen. Ich glaube, er kann's. Ja, er könnte. Er macht's natürlich schlau. Er hätte jetzt mit 2x83%iger Chance reinlaufen können. In den Touchdown-Bereich. In den, wie heißt das? In die Endzone. Er entscheidet sich aber, wie gesagt, das habe ich schon mal erwähnt, ne? Dass man quasi, wenn man A-safe ist, rennt man einfach so in die Nähe, blockt das Ganze ab und gibt dem Gegner quasi keine Chance oder weniger Chancen, quasi in der gleichen Halbzeit auch ein Tor zu machen. Ein Touchdown zu machen. Tor. Und das macht er hier sehr schlau. Er stellt den Spieler mit dem Ball so nah wie möglich auf die safeste Art und Weise an die Endzone und macht dann mit Tackle Zone quasi zu. Ich komme nicht nur mit Tackle Zone, an dieser Stelle hier ist sogar komplett alles mit Leuten zu. Kloppt mich da oben noch kaputt und ich werde hier nicht mehr rankommen an den hier. Und er wird sich schön Zeit lassen können, bevor er diesen Touchdown macht. Und das Spiel ist verloren. Naja, komm, es ist nicht verloren, aber ich,
Ich bin halt dumm, ich bin halt nicht so schlau. Ich hätte wenigstens noch Spieler an ihn ranstellen können. Das habe ich auch gemerkt in dem Moment, als ich gedrückt habe. Dann flogen aber schon die Würfel. Ja, geh mal weg. Au, beide ausweichen. Natürlich hat es funktioniert. Natürlich hat es funktioniert. Ich meine, klar, der hat Gewandtheit 4, ne? Aber trotzdem. Es ist mir scheißegal. So, wir können jetzt hier, wie gesagt, nichts mehr machen. Wir können hier an dieser Stelle nichts mehr machen. Wir könnten hier reinblitzen. Wir müssen da echt zum Ball gehen, ne? Das ist unglaublich kacke. Ja, ich will einfach nur zu den Leuten hier hinlaufen. Um da irgendeine Chance zu kriegen. Hier stehen wir einfach nur auf. Weil, wenn ich mich jetzt hier bewege und wir umgehauen werden, ist schon wieder die Runde vorbei. Das möchten wir auch wieder nicht. Ich würde gerne mit dem hier blitzen. Aber das geht nicht. Weil wir zweimal zum Ball gehen müssten. Das heißt, wir würden mit dem hier blitzen wollen. Wir würden versuchen, den hier... Warte mal, mit zwei Würfeln, obwohl der da steht. Okay. Zum Ball gehen. Das ist doch nicht wahr. Ich würde ja versuchen, meinen Rattenoger umzuhauen. Warum denn? Ja, das mache ich noch. Ja. Ja. Ich weiß. Ich guck nur. Das muss ich tatsächlich tun. Jetzt ist die Frage, was ich mit dem hier gleich mache. Will es hier. Ja, es ist das Leben, ne? Er wird diesen Touchdown machen. Nicht. Er wird diesen Touchdown machen, Leute. Es ist... Man kann da nicht viel machen. Ein Würfel. Geil. Einzelgänger. Geil, natürlich. Fuck you. Es... Hätte ich mal geguckt. Einzelgänger. Hätte ich natürlich... Wer hat 2 SPP bekommen? Hätte ich mal geguckt, hätte ich natürlich gesehen. Was ist der jetzt? Oh. Jetzt habe ich ihm 2 SPP geschenkt. Ja, ja, jetzt auch noch mit dem Pass das Ding gemacht. Hätte ich den Reroll nicht verschenkt. Mit dem Einzelgänger. Hätte ich meinen Reroll nicht. Es ist. Liebe Damen und Herren. Ich werde eventuell vorzeitig meinen Rückzug aus meiner Blood Bowl-Karriere announcen, demnächst. Ich habe einfach viel zu wenig Zeit, um zu spielen. Und nur jede Woche ein Spiel zu spielen in dieser FGL-Liga hier, in diesem Turnier, ist natürlich reichlich wenig. Reichlich wenig. Ich könnte mir mal hier seine Taktik abgucken von ihm, ne? Wo man mit dem irgendwo reinblitzt. Aber ich glaube, ich lasse das. Ich glaube, ich mache das mal ganz ganz klassisch hier. Die beiden Sturmvermine hier jeweils. Jack Fleisch und Rave Dave. Ah! Sowas hier. So, Erna war der zweite, ne? Ja. Hat aber hier eine verringerte Bewegung. So, Stay hat Block. Du gehst dahin. Du reagierst von der Mitte aus. Ah. Wieso hat er den am Anfang neben den Ball gestellt? Ist dann die Chance höher, dass man den aufheben kann, den Ball? Oder ist einfach nur die Chance dann quasi gegeben, dass wenn er den Ball nicht fängt, dass er dann zu dem hinfällt und ihn dann in der Hand hat und er dann quasi loslaufen könnte? Ist das so? Wollen wir das mal machen?
Ich weiß auch nicht. Lässt direkt seine Mannschaft so stehen. Kanalkohorte kann auf eine andere zulässige Verteidigungsformation umstellen. Radsturmus, Ibrazimus. Oh nein. Okay, ich brauche mehr von diesen komischen... Oh, Touchback. Ich brauche mehr von diesen komischen Sachen. Fang mal den Ball bitte. Nice. Okay, er hat aber verzichtet. Er bleibt so, wie er ist. Soll ich vorlaufen? Nö, ne? Bis wohin kann der hier laufen? Und der hier, da weiß ich nicht, ob ich den weghauen kann. Hier sind drei Leute vorne in der Mitte. Die stehen alle hinten sehr, sehr gut. Nee, 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 nee. Okay, Cage. Ich kann Cage nicht. Ist das hier Stay? Das ist Lilly, die auch verletzt ist. Wo ist Stay? Hier? Shit. Okay. Lauf du mal bitte dahin. Da hätte ich auch mal blitzen können eigentlich. Denn sonst habe ich nicht wirklich Blitzes übrig. Wir stellen hier einfach erstmal zu. Ich denke, das ist das Beste zur Zeit. Ich hätte blitzen sollen mit Stay. Ich hätte fucking blitzen sollen mit Stay. Zack. Hau ihn. Hau ihn nach da. Zack. Ist tot. Schlauch Sascha ist tot. Kann er ihn heilen? Hat er einen Arzt? Hat er ihn geheilt? Wiederbelebt. Hast du ihn wiederbelebt? Ich habe das nicht gesehen. Sieht man das irgendwo? Unten rechts steht es nicht. Nö. Oh mein Gott, er ist tot. Oh mein Gott, der ist tot. Oh nein, nur ein Würfel. Oh, ich bin so dumm. Aber es hat geklappt. Es hat geklappt. Es hat geklappt. Einen neuen Lineman kaufen. Ich kann mir einen neuen Lineman kaufen. Krass. Okay. Okay. Jetzt hauen wir den auch kaputt, hoffentlich. Wobei, wir hätten das jetzt vielleicht... Wir hätten nicht... Ich muss ja nicht ums Verrecken blitzen. Ich hätte einfach hinlaufen können und das mit dem Sturmvermin machen können hier. Krass, der ist tot. Das heißt, Bram hat nochmal Punkte gekriegt. Leitung live ist gelähmt. Ist hier noch einer? Nee. Ah, okay, mal gucken. Sascha ist tot. Es ist unglaublich. Wie denn nochmal? Schlauch Sascha. Seifen Sascha wäre auch nicht schlecht gewesen. Obwohl, das passt nicht so ganz, ne? So, schweres Gerät. Was haben wir jetzt hier? Okay. Jetzt macht er uns noch kaputt hier, oder was? Das ist echt eine ganz gute Taktik. Den großen Hannes nicht an der Mittellinie zu haben, um dann mit ihm reinblitzen zu können. Weil er dann ja auch durch Rasen auch noch Sachen durchschieben kann, wie jetzt hier gerade. Bricht quasi direkt in die Cage hinein. Und jetzt geht er auch hier auf Attacke, wie ich sehe. Ja, mal gucken. Mal gucken. Ich bin hier halt, wenn der jetzt mit dem, der ist gelähmt, wenn ich den weghaue, kann ich hier reinblitzen irgendwie. Hoffentlich. Schauen wir mal. Er holt die Leute ran. Er holt die Leute ran. Und geht schon mal auf Position, um quasi den Konter-Touchdown zu machen. Ich habe jetzt gleich noch vier Züge, Leute. Ich habe jetzt gleich noch vier Züge. Sollte er jetzt hier gleich erfolgreich sein, mir den Ball irgendwie abzunehmen, habe ich ein Problem. Wenn nicht, könnte ich hier eventuell...
Wow. Was ist das denn? Geh weg. Was soll das? Nimm das weg. Och, immer diese Bugs. Ich sehe nichts mehr. Ich sehe nichts mehr. Sehr gut. Endlich mal. Mach die Würfel, was ich sage. Und jetzt hau den kaputt. Ist verletzt. Pump Paul. Raus. Raus. 2 SPP, perfekt. So. Jetzt wird geblitzt. Mit nur einem Würfel, was natürlich nicht so geil ist. Aber wollen wir es versuchen? Shit. Und ich weiß, es ist nicht so... Einzelgänger, fuck. Und jetzt wird er einen Touchdown machen. Was hätte ich besser machen können? Ich hätte vorher Leute reinziehen können, um alles abzusafen. Ich hätte vorher eine eventuelle Taktik fahren können. Jetzt würde er einfach hier reinbolzen, wird den Ball kriegen. Ja, direkt mit den ersten Würfeln. Kein Würfelpech auf der Gegnerseite. Wird jetzt wahrscheinlich den Ball kriegen. Und dann wird er passen oder so. Auf jeden Fall wird er gleich einen Touchdown machen. Scissor! Oh, da kommt er. Da kommt er. Hier steht er komplett frei. Hier wird noch weggebolzt, aber warum nicht? Ich. Oh. Oh nein, Nixer. Ist K.O. Apotheker. Warte mal, hat man Apotheker pro Spiel oder pro Halbzeit auch? Ich hoffe. Ich muss offensichtlich mehr üben. Lalalala. Das ist übrigens, ich verliere jetzt nur, weil da eben dieser komische Anzeigebug war. Okay. Ja, der Rutzer wirkt auf mich doch ziemlich bewandert, was das Blood Bowl-Spiel angeht. Macht sich nicht so viele Gedanken wie ich. Ich bin auch relativ fix da drüben. Das sind die Hörner. Guck mal, die Hörner. Was machen die Hörner eigentlich? Spieler, der Hörner hat, bekommt einen Bonus von plus 1 auf seine Stärke, wenn er während einer Blitzaktion einen Block durchführt. Aha. Okay. Und das auf einem Gossenläufer. Das ist natürlich ganz gut, weil er auch so weit laufen kann. Da kommt der Pass. Ja, leider. Okay. Rundenende. So, jetzt ist es ja so, dass wir noch eventuell eine Chance hätten jetzt vielleicht. Eventuell, das könnte sein. Problem ist nur, die wichtigen Leute liegen. Hier stehen wir einfach nur auf. Die Leute sind alle gelähmt. Hier könnten wir blitzen. Oh, das war vielleicht doch zu gierig. Ja, vielleicht. Aber ich kann den Ball jetzt nicht mehr aufheben, glaube ich. Ich könnte den hier wegblitzen. Das machen wir aber, indem wir erstmal den da hinstellen. Dann den. Nee. Wir müssen jetzt erst blitzen. Und dann gucken, dass wir den Ball aufheben auch noch. Wieso denn zum Ball gehen? Wieso ist er denn so weit weg? Oh, jetzt geht der Scheiß hier schon wieder los, ne? Kannst du mal bitte... Ach, der kann auch blitzen hier. Und dann so. So war das ja auch gedacht. Ball aufheben. Ja, ich muss jetzt, glaube ich, erst blitzen, ne? Oh, shit, bitte. Okay, er hat ausweichen. Es ist mir egal. Hauptsache, ich bin jetzt erstmal da drin. Okay, und jetzt mit dem Ball aufheben, oder? Der wird ja auch weggeblitzt. Oh, er hat den Ball gekriegt. Oh nein! Warum habe ich das getan? Holy shit, Mahoney. Nein. Und ich hätte rerollen sollen. Natürlich hätte ich rerollen sollen. Ich dachte, ich brauche den Reroll noch in dieser Runde. Aber ich muss doch jetzt eher noch das hier verdienen.
Ich wünschte, ich hätte diese Runde nicht aufgenommen. Ups, technischer Fehler. Ich glaube, ich bin diesen Zug ganz gut angegangen, aber am Ende habe ich es halt hart verkackt. Wieso wollte ich weiter... Also, um es mal zu erklären. Ich wollte weitergeben, damit der Ball noch ein bisschen weiter links ist, damit die da nicht so gut rankommen, alle hier. Und wenn sie dann den ersten umboxen, müssen sie halt immer noch vorbeikommen. Und wenn der liegt, kommen sie nicht dran vorbei und so weiter. Das war mein Plan, aber ich glaube, ich hätte den Ball einfach behalten sollen. Versuchen sollen, mit dem noch auszuweichen, da ranzukommen. Das wäre eine Möglichkeit gewesen. Oh, Reroll, okay. Oh. Aber Block. Liddy ist mal wieder verletzt, wie immer. Nee, die lassen wir jetzt verletzt. Und ein Ende. Okay, das ist doch besser ausgegangen, als ich das jetzt befürchtet hatte. Dann kann, das heißt, da kann der hier nicht so weit darüber kommen. Wir müssen halt gucken, dass wir den hier umgehauen bekommen, ne? Und einen davon müssten wir... Die kommen da eh nicht ran. Die kommen da eh nicht ran. Das heißt, wir wollen... Was wir erstmal machen wollen, ist hier das Ding saven, ne? Es ist... Wollen wir den umhauen? Wenn wir den umhauen, können wir den hier aufheben. Wenn wir den nicht umhauen und jetzt verkacken, dann liegt der Ball da. Die kommen da relativ leicht ran und fertig ist der Salat. So, danach wollte ich ja den hier umhauen mit diesen Sachen hier. Dann wollen wir erstmal... Wollen wir den hier aufstehen lassen. Damit der einfach steht. Dem hier könnten wir noch rumkommen. Der hier. Kommt bitte. Hier hin. Will es hier. Geil. Bleib liegen. Dann. Will es hier. Bleib liegen. Okay. Was ist das? Wenn wir jetzt hier. Da sind die Chancen super gering, dass wir irgendwas Gutes machen. Das heißt, jetzt machen wir hier diese Aktion. Tak, tak, tak. Hau ihn um. Der ist nur am Ausweichen hier, ne? Der ist nur am Ausweichen. Hau ab. Nee, da lang. Ach, schade. Egal, wir bleiben. Mit dem hier Ball aufheben. Er hat nur noch einen Zug gleich. Oh. Wir werden jetzt auf jeden Fall den Wiederholungswurf machen, weil wir ja unbedingt verhindern wollen, dass er jetzt noch einen Touchdown macht in der Halbzeit. Und dann... Gucken wir doch so mit dem hier hinkommen, oder? Okay. Und jetzt könnten wir das machen. Mit wem machen wir was? Ach, geblitzt habe ich schon. Haha, okay. Ist egal. Da klappt das übrigens mit dem Rattenschwanz. Effi de Porter ist gelebt, nein. Okay. Können wir verhindern, dass dieser zweite Touchdown gemacht wird? Er läuft vor. Er läuft in den... Oh Gott. Oh mein Gott. Es wird ein bisschen spannend. Läuft hier hin, falls er ihn dann fängt. Was ja eigentlich in dem einen Zug nichts mehr bringt. Ja. Da wird geblitzt. Mit zum Ball gehen. Okay, läuft nur dahin, um die Stärke zu erhöhen. Und jetzt wird geblitzt. Aber mit zum Ball gehen. Er könnte noch hinfallen. Er könnte noch hinfallen. Er fällt nicht hin. Und er hat Blocken, das heißt, er kann was nehmen. Hat er nicht? Oh, ringen? Und dann kriegt er auf jeden Fall den Ball. Aber er kann nicht mehr werfen. Er kann nicht mehr werfen. Holy shit. Okay, also das Einzige, was er jetzt noch machen wird, ist Leute kaputt hauen von mir. Oder? Wieso rennt er jetzt dahin? Ach, weil ich noch einen Zug habe gleich. Weil ich noch einen Zug habe, will er das hier absafen. Nicht, dass ich hier noch was machen könnte. Ich habe absolut keine, es gibt keine Möglichkeit für mich, da hinzukommen. Oh mein Gott. Nein! Sind Apotheker
pro Halbzeit nutzbar oder pro ganzes Spiel? Oh, ich bin dran. Ja. Einmal will man sich das Spiel, einmal will man nicht, dass ein Spieler den Ball fängt. Was? Ach so. Dann muss er das. Ja, das tut mir wahnsinnig leid, dass jetzt ein Spieler den Ball gefangen hat. Das ist wirklich, das ist traurig. Es ist ein zum Ball gehen, ne? Geh du mal dahin. Na, wieso rot? Wieso rot? Und ich drück auch direkt. Ich Vollhorst. Ohne abzuwarten. Wieso ist es rot? Ich hab hier zwei Leute stehen. Oder erst zu. Was ist denn hier los? Ich meine, wie gesagt, es bringt mir jetzt nichts mehr hier, ne? Das ganze Zeug hier. Wieso waren das rote Pfeile? Wieso? Ich versteh's nicht. Jetzt mach den kaputt. Der braucht ihn nicht in der nächsten Runde. Es passiert nie das, was ich möchte. Okay, blitzen können wir eh nicht mehr. Deswegen, scheißen drauf. Letzter Zug. Ja, komm. Wir konnten nicht mehr raufhauen. Das war's mit der ersten Halbzeit. 0:1. Zwei Verletzte. Ein Bleibau verletzt. Ah. Der Kranke steht auf. Oh, einer tot. Das tut mir leid.